Guten, liebe Minecraft-Freunde, es ist Wochenende, also es ist Samstag für mich und ihr werdet die Folge am heutigen Tage auch anschaut, das ist für mich auch Samstag. Tja, normalerweise nehme ich immer einen Tag vorher auf für den nächsten Tag, beziehungsweise mehrere Folgen, wenn ich verhindert bin, wenn ich davor weiß. Aber gestern waren wir auf einem Geburtstag eingeladen und das hat ein bisschen länger gedauert. In der Nacht wollte ich nicht mehr aufnehmen. Außerdem wäre die Aufnahme vielleicht etwas merkwürdig geworden. Denn es gab da auch alkoholische Getränke. Und sowas wollte ich euch ja nicht zumuten. So. Wir sind jetzt hier, wo wir schon mal Ferien gemacht haben. Und da schaue ich mal auf meine Karte, ob da irgendwas ist, wo wir noch nicht waren. So. Sagen Nordosten oder Osten oder Norden. Ich bin mir noch nicht so sicher. Ich glaube Nordosten sieht eigentlich ganz gut aus. Ich schaue nochmal, ob ich hier irgendwas noch in der Küche habe, was man lohnt mitzunehmen. Also erstmal ein paar Sachen loswerden, die wir hier nicht brauchen. Schneebälle hier rein. Die brauchen ganz bestimmt. Gerne brauchen wir nicht so viel. Kohle kann auch hier bleiben, das kann auch hier bleiben. Nochmal Erde. Das können wir alles unterwegs wieder einsammeln. Das brauchen wir noch hier auch nicht. Aber den Eimer werden wir noch brauchen. Wasser füllen. Noch wahrscheinlich wieder beim Autobahnwandel, da ist da was schief gelaufen. Eiserne Check. Könnten wir mal nehmen. Und 64er Pack von. Dann kann ich meine normale Axt hier lassen. Nö, ach, nimmt ja nicht viel Platz weg. Einfach. Und wenn ich jetzt mal kurz niesen muss, dann liegt das daran, dass mich ein Schnupfen erwischt hat. Zum Glück nur ein Schnupfen, denn sonst würde ich mich anhören wie eine alte Krähe. Aber es bei mir meistens ist, dass ein Halsweh auch dazu kommt. Das kann auch noch kommen, aber ich hoffe mal nicht. Also. Huhuhu. Ich könnte natürlich jetzt das Mikrofon ausschalten oder weiter wegstellen, aber ich versuche erstmal den Nieser zu vermeiden, indem ich mein Näschen schnäuble. Und ich bitte schon mal im Voraus Entschuldigung, falls es merkwürdige Nebengeräusche geben sollte. Das kann sein, dass meine Freundin oder Frau, was auch sein möchte, wir sind aber nicht verheiratet, in der Küche ein bisschen werkelt. Ich habe gesagt, die macht mir was Schönes, was gegen Erkältung angeblich hilft. Aber bisher ist bei mir Erkältung hat es immer so geholfen, dass ich sie angesteckt habe. Hier gehen wir mal in den Keller. Wir können mal schauen, ob wir hier vielleicht irgendwas Interessantes einfinden. Kohle haben wir hier noch. Falls ihr jetzt Klaviermusik hört, ich bin's nicht. Haha. Nein. So. Brauchen jetzt noch viel mehr Kohle. Ich sollte aber auch mal Licht anmachen, damit man was sieht. Also ich sehe was, aber damit die Zuschauer auch was sehen können. Und das seid ihr ja. Hopp, hopp, ja. Wunderbar,
hier geht's bergab. Ich hoffe, dass hier geht's wieder bergauf. Licht. Da ist nichts mehr für uns. Wie lange habe ich den beiden noch unter Vertrag? 8 Tage? 17 Tage, okay. Sollten wir auch noch 7 oder 6 Tage oder so nach Hause reisen. Ich kann aber noch alleine nach Hause reisen. Wenn der Kontrakt beendet ist, aber oder wenn wir Gold finden, kann ich es auch verlängern. Geht's hier noch runter? Nein. Habe ich ja selbst gegraben, das Loch. Also hier ist nichts, außer ich würde selber buddeln. Hier sind wir zwar nicht reingekommen, aber hier können wir rausgehen. Und wir bleiben dabei Richtung Nordosten, um neue Gebiete zu erkunden und vielleicht wertvolle Dinge zu finden. Weil ich habe immer noch keinen Dschungeltempel gefunden. Den Wüstentempel hatte ich schon einen. Aber auch immer das gleiche. Aber es kann auch sein, dass auch noch andere Tempel hier vorhanden sind. Schon dumm. Denn wir haben andere Mods auch drauf, die Dungeons erstellen oder erstellt haben. Kann aber sein, dass es außerhalb des erkundeten ist, weil es ist schon eine ganze Weile her. Aufgekommen sind und da waren wir glaube ich noch nicht so weit. Oder wir haben viel erkundet, obwohl wir es noch gar nicht nötig hatten. Na gut, an der Banane kann man sich auch runterhauen. Ein gutes Schwein. Ich wollte eigentlich nur den Eimer voll füllen mit Wasser. Machen wir das doch mal. Bestimmt noch in irgendeine Mine hineinfallen. Ich sag mal Mine. Wo es auch ein komisches Loch sein könnte. Nein, da ist nichts. Meer. Also doch Richtung Osten. Ein schwarzes Schwein. Kein schwarzer Panther. Wie man sich eigentlich im Dschungel vorstellen könnte, es war nur ein schwarzes Schwein. Ja. Und mit dem Eimer schlagen wir die Blätter ab. Gucken, was man real in dem auch machen würde. Ja. Weit wir da schon was erkundet haben. Also da geht es nicht mehr weiter. So nach unten Schneegebiet und dann Richtung Osten. Machen wir das doch einfach mal. Richtung Osten, genau. Hier Riesenbäume, das bedeutet, das Gebiet gab es schon zur 164. Beziehungsweise, nee, muss nicht sein. Ich hab's ja, die 1710 gibt es ja auch den Mod mittlerweile. Habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht, wenn wir das hier noch nicht erkundet haben. Es kann auch sein, dass das hier alles gelöscht wurde durch irgendein Update. Und wir waren hier schon überall. Dann laufen wir ganz umsonst herum. Ach ja, Klatsch, Butsch, und da ist auch eine Menge Ton. Ja, das heißt jetzt Ton, nicht mehr Leben. Jetzt kommen wir in das Schneegebiet. Osten weiter. Lange im Eiswasser zu stehen, sonst
erkältet sich das kleine Minecraft-Männchen hier auch. Ein Lag. Also dann ist es ganz bestimmt, dass wir hier an einer Stelle gelandet sind, wo ich noch nicht war. Aber ein Lag ist schon wieder vorbei. Da kommt das nächste Lag. Und ich dachte, es würde an der Forge-Version liegen. Anscheinend nicht. Natürlich blöd. Ach ja, aufgenommen, Schnee weggeworfen. Fahren weiter Richtung Osten. Peter, hallo, lustiger Peter. Ach. Auch da. Auch da. Okay. Ich komm mal runter. Ich gehe. Muss ich doch. Muss ich aus dem Dschungeltempel. Thank you.
der hintere. Ja, dann machst du hier auf. Aber dann kommen wir auch nicht weiter. Hat sich ja gar nicht gelohnt. Lalalala, wieder mal schon so anders. Boah. Doch ein Schuss los zusammen. Mal den gleich abgeben. Schuss werde ich nicht sterben. Pfeile. Da drin ist Gold. Das ist ja schön. Herr Lustig, wo sind Sie denn? Peter Lustig, genau. Tage. Ja, ich wollte doch nicht schummeln. Also jetzt hat es noch alles gefunden. Ein dümmerlicher. Ein so Tempel, der nicht so interessant ist. Und zum Beispiel im Osten. Abstellen kann. Ist da nochmal ein Tempel? Da ist nochmal einer. Nein. Option, Grafik einstellen. Shutdown, Default Mode, Multicore. Probieren wir es mit Multicore. Da kann es aber wieder sein, dass wir dann merkwürdige Dinge sehen unter der Erde. Das war ein Dorf. Ein Dorf. Nein, es hat nichts damit zu tun, es ist genauso leggig. Dann ist noch ein Tempel. Wir gehen mal erstmal hier ins Dorf, das hier etwas kaputt aussieht. Ein kaputtes Dorf. Speicher haben wir auch genug, daran kann es also auch nicht liegen. Auf dem Rechner haben wir 8 GB freigegeben für Minecraft. Und auf dem Server sind es 6 GB, also wirklich kein Mangel an Speicher. Ich weiß nicht, wer es leckt. Ja, man steckt auch nicht drin. Also Multicore war es auch nicht. Default, das ist unstabil. Smooth ist stabilisiert. Die Chance. Vielleicht geht es damit besser. Nein, weiß ich nicht. Das geht aber wirklich alles. Treppe kaputt. Von dem Haus fehlt eine ganze Stück. Ja, es scheint irgendwie ein Schrank generiert worden zu sein an der Stelle. Aber wir gucken uns mal die anderen Tempel dort an. Leck.
zu lecken. Zur nächsten Folge.